So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Macht mich aggressiv, das Spiel. Ganz ehrlich, was macht mich richtig aggressiv? Jetzt teleportiert er sich auch noch. Ich muss gleich eine Aufnahmepause machen. Nee, das ist schon wieder, weißt du, das. Nee. Nee! Halt die Fresse! Dieser Scheißboss, der muss doch irgendwie. Der kann doch nicht so unsterblich sein. Nein! Nein, einfach nein! Verpisst euch alle! Du dich auch! Piss dich, verpiss dich, verpiss dich! Verpiss dich! Piss dich, piss dich, piss dich! So, jetzt bin ich angepisst. Jetzt mache ich hier. Ja, nee, nee, nö. Nö, einfach nö. Du dich auch, du hältst die Fresse jetzt. Du hältst die Fresse jetzt! Machst mir keinen Schaden, so. So, Rage Gaming. Bald. Da. Ganz ehrlich, ne? Ganz ehrlich, ne? Ganz! Jetzt, es hört auf. Es hört sofort auf. Es hört sofort auf. Ja, da komm halt her. Fresse, Scheißköter. Scheißpferd. Halt die Fresse so. Das macht mich aggressiv. Ja, hier, komm. Stupid, ich bin nicht stupid. Du bist stupid. Weil du die Kiste leer gelassen hast. Du voll. Ja, gut, ich kann die Kiste da oben mitnehmen. Aber ich brauche die AP sowieso und dann sterbe ich direkt wieder. Das war nicht cool. Ja, die. Das ist so. Diese Räume, die regen mich so auf. Aber ohne Witz. Naja. Okay. Jetzt müssen wir mal ein bisschen mit dem Rage Gaming hier aufhören. Okay, wir fangen direkt wieder an. Halt die Fresse, Fresse, Fresse. Fresse. So. Oh, hier ist ein Hähnchen drin. Hähnchen in Laterne. So. Wo müssen wir lang? Nach oben. Wo läuft denn noch so ein Spasti rum? Spasti, 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 Spasti. So. Dieser Wolf, ne? Ohne Witz. Was sind denn das für random Dinger? Hier kommt der her. Ich hab keine Angst vor dir. Und vor dir auch nicht, du Pissnelke. Alter, richtig angepisst gerade. Richtig angepisst. Junge. So. Ja, was willst du machen, ne? Ich hasse dich. So. Können wir denn noch lang? Nur nach oben. Kommen wir da überhaupt lang? Nee. Müssen wir nach unten. Okay. Kein Problem. Ich bin ganz ruhig. Zu ruhig. Fresse. Dich klatsche ich auch noch weg, du Bitch. Ich klatsche dich weg. So. Okay, einmal runtergefallen. Da flippe ich noch nicht aus. Erst so, wenn dir das 5-6 Mal passiert. So, alles cool. Okay. Hier durch, nach oben.
Weiter nach oben. Nach oben, nach oben. Dankeschön. Okay, klar. Das ist der Grund, warum ich Pferde hasse. So, warte mal. Hier sind wir doch wieder nach unten. Hier sind wir doch wieder nach unten gekommen. Was soll denn das? So. Einmal hier rein. Wo kommen wir denn hier hin? Oh, eine Kiste. Kiste. Random Kiste mit Gold. Approved. So. Wo geht's denn noch lang? Es geht jetzt nur noch nach dort drüben. Gibt jetzt nur noch einen Weg, den wir gehen könnten. Wenn ich mich jetzt nicht verguckt habe, aber nee, eigentlich gibt's nur noch den einen Weg hier. Diesen. Oh, der sieht doch vielversprechend aus. Aua. Aua. Das Skelett. Fresse halten. Aua! Behaltet eure Scheißkugeln bei euch. Ihr Ficker. Warte mal. So. Take no damage will ich nicht machen. Kriege ich eh nicht hin. Ah, okay. Hier ist der Boss. Ohne Rune. Blueprint. Ja, 60 Leben. Gehen wir rein, wa? Wird schon. YOLO. Ja, nee. Ja, doch. Ich weiß es nicht. Oh, verschwenden wir hier unser Leben noch. Okay. So, jetzt soll die Kiste hier mitnehmen. Oh, noch ein Blueprint. Nice. Ja, dann lass uns vom Boss umbringen und dann wissen wir wenigstens nächstes Mal, wo der Boss ist. La Bossa. Der Boss, der 1000 Gegner einfach mal beschwört. Okay, wir haben natürlich auch die Attacke, die ist natürlich auch gut. Ja, komm halt her. Okay, ich bin tot. YOLO! Okay, aber einmal können wir es noch versuchen. Wir haben erst 8 Minuten jetzt. 8 Minuten? Jetzt haben wir 8 Minuten. Okay, Spelunka. Ist alles scheiße. Okay. 2000. Ja, Attacker würde ich mal behaupten, ne? 30, das ist voll von Arsch, aber... 180, was kann der denn? Halt. Hätte ich fast wieder einen fatalen Fehler begangen. Hallo. Dankeschön. Ja, ja, ich bringe dir ein paar Schätze mit, so. Eventuell. Zack, 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 zack. Okay. Rein da. Vergotten Alexander. Ja, 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 ja. Dich hätten sie mal vergessen sollen. Pedo. Alter. Drei Schläge und tot. Das ist einfach so geil. Und so overpowered. Ich brauchte doch nicht mit dem Assassinen hingehen. Nee, aber... 130 Critical. Naja, gut. Wenn wir jetzt die kritische Chance... noch ein bisschen... hochdrücken. Ja, oh, Leute. Sorry, bin ein bisschen müde. Das ist natürlich gut, der 10%ige Goldbonus. Was haben wir hier? Properties... Nun, nun. Wir hatten doch hier irgendwas mit,
Mit kritischer Chance. Wenn wir jetzt den mal anlegen, plus 15% Critical Damage, dann haben wir 137. Aber uns fällt natürlich der 4%ige Bonus weg. Nee, weißt du was, dann nehme ich lieber die 4%ige Chance. Wie wirkt sich das denn aus? Naja. Also die 4%ige Chance ist, glaube ich, besser. Wir sehen übrigens in Schwarz-Weiß, das gefällt mir auch ganz gut. Wann sind hier viele Gegner in dem Schloss? So. Jetzt versuchen wir es nochmal. Wie viel haben wir denn HP-mäßig? Ich habe jetzt gar nicht gesehen. 120 oder sind das die MP? Ich gar nicht gesehen. Nee, 176. Ja, mit TF. Weg, 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 weg. Weg, weg. Weg. Ah! Alexander, du machst mir hier nicht das Leben schwer. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. Ohne Witz. WTF. Das ist doch kein Bosskampf. Das ist eine Metzelei. Gegen mich. Ich gehe da rein und werde sofort getötet. Das ist Crap. Das ist... Die ganzen Charaktere sind durchgehend Crap einfach nur. Mit dem hier könnten wir jetzt vielleicht versuchen, uns an den Gegnern, die er beschwört, uns daran hochzuheilen und dann im Endeffekt ihn zu töten. Aber ob das funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Das könnten wir versuchen. Also das wäre auch eine Möglichkeit. Das können wir theoretisch sogar wirklich mal versuchen. Ja, warte mal. Gucken wir mal. Ja, beschwör mal deine Gegner oder auch nicht. Solange er erstmal die Attacke macht, dann... Oh. Man kann natürlich auch sterben. Kann man natürlich auch mal machen. So zwischendurch. Ach ja. Ein Okage. Wir haben zwei Okagen. Zur Auswahl. Wir müssen jetzt so lange machen, bis wir den Boss erledigt haben. Es tut mir ja leid, aber... Ist wie es ist, ne? So. Und der ist irgendwie sehr schnell, kann das sein? Schnelligkeit ist mir natürlich auch mal ganz lieb. Oh ja, der ist wirklich... Wirklich recht... Recht flink unterwegs, will ich sagen. So, warte mal. Mana haben wir ja noch nicht verbraucht. Blablabla. So, vergotten Alexander. Blablabla. Auch wahr. Wenn wir jetzt... mit dem Vampirismus-Effekt ist natürlich nicht perfekt für den Boss, will ich jetzt mal behaupten, aber für diesen Boss schon, weil der beschwört ja weitere kleinere Bosse. Und wenn wir die töten, kriegen wir natürlich HP dazu. Und es sieht momentan gut aus. Ich will sagen, es sieht gut aus. Jawoll! Was ist da los, Alter? Das war's. Es lief so scheiße gut lief es. Und dann spring ich da rein. Ich bräuchte noch einen Hokagen. Nee, gibt's mir nicht. Okay. Spiel sagt nein. Okay. Der ist wieder gigantisch. Das ist natürlich auch wieder beschissen, weil damit kannst du so scheiße ausweichen, ganz ehrlich. Aber wenigstens so ein bisschen HP. Und wir können uns natürlich an den kleinen Gegnern hochhalten. Wenn wir HP verloren haben.
Es ist eine Möglichkeit, die bis jetzt noch nicht so funktioniert, aber ich habe es auch bis jetzt noch nicht so richtig versucht, Willi. Muss ich ja ganz ehrlich sagen. Wir haben die großen Messer gut. Von der Magie her jetzt. Okay, hier trifft er uns schon mal nicht. In Ecke zu springen ist auch immer sehr doof. Wenn wir hier so rüber gehen, können wir ihm eigentlich super ausweichen. Theoretisch. Wir können natürlich auch sterben. Ja, WTF. WTF! Diese ganzen kleinen Gegner, die machen es im Endeffekt. Die bringen dich dann um. Die bringen dich einfach um. Die bringen dich um, diese kleinen, verfickten Scheiß-Gegner. Boah, das regt mich auf. In diesem Spiel, das regt mich wirklich auf. Dieser Boss kann einen frustrieren. Und das tut er auch. Er frustriert dich einfach nur. Ich sag gar nichts, weil ich mich ein bisschen konzentrieren muss während der Auswahl. Aber. Balance Rune. Was ist das? Vault Room. Die hätte ich gerne gerade mal. Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen für den Bosskampf gucken, damit ich die richtigen Runen auswähle. So, jetzt haben wir einen Doppelsprung, einen Dash. Zwar keine Regeneration mehr, aber dafür 400 Le.